Ich musste los. Du sahst so friedlich aus, ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Oh, was passiert hier gerade? Boah. Warten Sie, liest doch einfach mal. Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Das sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Okay. Assassinenfähigkeit freigeschalten. Im Fähigkeitenmenü wurden neue Assassinenfähigkeiten freigeschalten. Okay, verbessert Phantomklinge, dickes Fell, Giftgas, Schlossknackermeister, Gnadenschlösserbohne und Eisenfell. Gut, das kennen wir ja alles schon. Wir haben sogar 5 Punkte zum Vergeben. Machen wir doch gleich mal. Was haben wir denn? Abrollen. Ach, braucht doch kein Mensch. Schlossknacker können wir uns nicht leisten. Hm? Die verbesserte Phantomklinge können wir uns auch nicht leisten. Mal hier ist noch Nahkampf und das haben wir alles nicht. Das können wir uns auch nicht leisten. Ich würde sagen, wir sparen jetzt einfach mal. Gucken, was es noch so gibt. Du bist nah am Ziel, also halte durch. Was müssen wir jetzt konnten machen? Den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. Alles klar. Hey, komm sofort zurück! Dieb, Elender! So. Halte den Dieb auf! Okay. So, den haben wir noch kurz erledigt. Wo sind wir denn jetzt hier? Die Sonne strahlt so schön. Es ist so richtig warm und angenehm hier gerade. Wo sind wir? Ach, schau an. Wir wurden ja gar nicht so weit weggefegt hier. Ist doch super. Wunderbar. Und hier wäre die nächste Mission. Was? Eine Einladung? Das ist aber schön. Eine Einladung zum Abendessen. Louis-Michel Le Pelletier, ein Abgeordneter des Nationalkonvents, ist Teil von Germains Plan. Finde heraus, was er weiß und töte ihn. Na, das ist ja mal wieder eine Art und Weise, sich hier vorzustellen. Mal sagen, ja, hier bin ich, ich töte sie jetzt. Na, herzlichen Dank auch. Ich bin mal gespannt, ob es uns noch hierhin verschlägt oder ob das einfach nur neue Bereiche sind, die man im Grunde genommen vom Spiel her, von der Story-Modus jetzt nicht braucht. Aber was hat der Vollständigkeit halber natürlich hinzufügt. Klare Sache. So, und ich würde sagen, wir gehen erstmal in unser Assassinenversteckchen. Das ist ja hier irgendwo, das müsste hier sein. Da müssen wir hin. Um dann mal die Kassen zu leeren. Das hier sind Gesellschaftsclub-Missionen. Die brauche ich nicht, die will ich nicht. Guck mal, wir könnten sogar, was haben wir denn hier? Überfälle? Nee. Wie sehen denn unsere Gesellschaftsclubs hier aus? Die sind doch bestimmt, hier war doch einer, oder? Ach da, diese großen weißen Häuser. Hier unten haben wir doch einen, soweit ich mich erinnern kann. Oh, ach nee, da ist der. Ich dachte, wir hätten... Ach, ich erinnere mich, wir konnten den gar nicht renovieren, weil wir nicht genug Kohle hatten. Das ist jetzt natürlich blöd. Macht aber nichts. Ich würde sagen, das können wir ja mal schnell machen, oder? Das bringt dann einfach ein bisschen mehr Kohle in die Kasse. Was ja unterm Strich nicht schadet. Ja, ihr wisst ja, Einnahmen immer rein in die Kasse, rein in die gute Stube. Wir brauchen die Kohle. Wo rennen wir denn hier lang? Das ist ja einmal komplett außenrum. Ja, schön. Kaum kommst du da hinten raus, ist es wieder so richtig schön bewölkt und diesig und dreckig und abgeranzt. Hier liegen Pferdeäpfel auf der Straße. Können wir auch einer putzen? Was für eine Sache. Ja, naja, was will man machen? Schön. Oh, was passiert hier? Den Verbrecher töten. Hör auf damit. 19 von 25 Massenereignis. Ich bin mal gespannt, was es dann gibt, wenn wir das schaffen. Bitte, wer wird gesucht?
So. Ha, Trautesheim, Glück allein. Wunderschön, wir sind endlich wieder daheim. Und der Laden läuft, so wie es aussieht. Richtig schön voll, so mag ich das. Da vorne ist unsere Spardose. Ich würde sagen, die gehen wir jetzt mal kurz leeren. Keller gelang, ohne dass ihn jemand bemerkt. Genau. Der hat seine Weil wir uns heimlich eingeschlichen haben. So, was haben wir denn jetzt bekommen dafür? In unserer großen Truhe sind 104 Francs. Super. Ja, super Profit, wenn man vor Augen hält, dass hier allein das nächste Theater schon, glaube ich, über 1000 Francs kostet. Zum Renovieren ja, relativiert sich das Ganze ein bisschen. Wo sind denn eigentlich noch welche? Hier müssten doch irgendwo noch welche sein. Da oben ist noch einer, ja. Den da, ja. Wo noch? Ah, wahrscheinlich hier oben irgendwo nochmal. Und hier unten wahrscheinlich dann auch nochmal. Na gut, na gut, na gut. So, und wisst ihr, was das Tolle ist, wenn wir so einen Gesellschaftsclub haben? Wir können uns kacken dreist. Na, komm. Per Schnellreise mal dahin begeben. Ja. Müssen wir nicht so lange latschen. Wenn man die natürlich quer über die komplette Map verteilt hat, ist das schon gar nicht so schlecht. So. Aber wo ist eigentlich Elisin? Ist sie auch bei dem Abendessen dabei? Ich hoffe, dass sie nicht gegessen hat. Das wäre ekelhaft. Menschenfleisch. Ich habe gehört, es schmeckt nach Hühnchen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wobei im Grunde genommen sagen ja alle, dass fast alles Fleisch irgendwie nach Hühnchen schmeckt. Außer Hühnchen. Das schmeckt wiederum nach Fisch. Frag mich dann, wo nach Fisch schmecken soll. Kurios, sage ich euch. Kurios. So. Na, die sind ja gut drauf. Gut, dass ich denen so ein Wirtshaus hingestellt habe. So, jetzt mal kurz Pause im Text. Wir wollen hier runter. Und danach können wir uns nochmal gemütlich auf den Weg hier hoch machen. Weit ist es ja nicht. Guck mal, das war wahrscheinlich... Ich würde mal sagen, wir greifen mal die nächste Folge dann an. So. Was ist denn das hier eigentlich? Artefakt? Ah, das ist mir noch Wumpe. So. Ziel ist markiert, angepeilt und darüber müssen. Oh, guten Tag. Hey, wovor hast du Angst? Ich habe mich für einen so böse. Wie sah mir das nach dem... Du verbreitest nichts als Lügen. Du musst nicht fliehen, wenn du kein Feuer bist. Ich darf, dass die Leute belästigen. Was wollte der denn noch gerade für? Müssen wir den auch kurz erledigen. Da oben stehen sie und gucken sich dumm an, während wir hier unten gemütlich mal ein bisschen rummolcheln. Naja. Kann man ja mal machen. Scheinen ja sehr aufmerksame Soldaten zu sein da oben. Da oben stehen sie, die zwei Eumel. Sollen sie es machen? Mir ist es egal. Wir kriegen damit die Gesellschaftsaufträge und... Oh, was singt da? Ach, da sind sie. Spielt mal ein Liedchen, Leute. Hallo? Ihr sollt ein Lied spielen, verdammte Scheiße nochmal. Dankeschön. Was ist denn der für ein Leierkasten? Wir sind in einer Revolution. Mein Gott, Kollege, kein Wunder, dass du... Ich hoffe, du wirst nie ein Star. Hört sich ein bisschen an nach Katzengejammer. Vielleicht soll es ja auch... Oh, was geht hier ab? Hey, ich hab doch eigentlich beide erwischt. Na, da müssen wir alle töten. Voll durch die Kehle durchgezogen. Lecker. Muss man auch mal machen können. 21 für 25. Ich würde sagen, das, wisst ihr was? Das können wir versuchen, dass wir das in der Folge noch fertig kriegen. Denn ich bin gespannt, was wir dann dafür bekommen. Wir hatten ja letztes Mal hier diese Armschoner bekommen. Vielleicht gibt es ja diesmal eine Rüstung. So, jetzt gehen wir hier mal rüber. Und diese Leierkasten hier da drüben, das ist ja schrecklich, sind nicht anzuhören. So, wir sind in einem neuen Bezirk in Sorbonne.
Schön. Und hier haben wir einen waschechten Zauberer. Er schwebt einfach hier auf. Leute, zieht euch das rein. Ist doch nicht normal. Der Mann ist ein Hexer. Verbrennt ihn. Jetzt habe ich ihn runtergeschoben. Entschuldigung. Ich hoffe, du bist von deinem Höhenflug runter. Was machen die? Ah, hier ist also das gemeinsame Yoga-Zentrum. Gut strecken. Dankeschön. Mein Gott. Was ist denn das für ein Laden? Naja. Gehen wir mal weiter. So. Ja, du hast eine große Zuhörerschaft. Ein geborener Redner. So, wo sind... Die nicht da ist, das ist nichts Seltenes. Wunderbar, da habe ich doch alles. Achtung, schlaf gut. Nicht zusammenbrechen, Kollege. Das ziemt sich nicht. So, wir sind auch kurz vor unserem nächsten... Oh, wohin rennt denn der? Vor was rennt denn der weg? Hey, bleib stehen! Ja, da vorne sind schon wieder so... zwei unserer Lieblingskollegen hier. Na? Ach, guck mal, die guten Damen verkaufen Zeitungen, wie nett. Die Nonni hier rennt die ganze Zeit kreuz und quer. Und endlich mal wieder in einem Bezirk, wo die Sonne strahlt. War ja sonst immer ein bisschen anders. So, und jetzt renovieren wir mal diesen abgeranzten Laden. 1500 Frau, die haben wir gerade so zusammen. Das machen wir mal schön. Dass man damals mit 1500 Frau so alles anfangen konnte. Herrlich. So, was bringt mir das jetzt? Nichts. Schön. Hat sich richtig gelohnt, finde ich. So, jetzt machen wir es nochmal auf die Suche. Ja, genau danach sollten wir euch nicht gefallen. Hey, eigentlich sollten wir dich warnen. Zurück! Aua! Ich will euch doch gar nichts tun. Boah, die schießen ja auf mich. Okay, ich glaube, die sind ein bisschen in der Unterzahl. Ich glaube, ich muss meinen Kollegen hier. Aua! Alter, was du kannst, kann ich auch, ne? Ab ins Feuer mit dir. Okay, dem anderen muss ich mal jetzt mal helfen hier. Ja, kurz ausholen und BAM! Aua! Ist aber eine fiese. Hier, komm. Geh schlafen. In Ordnung, mein Freund. Ja, aber natürlich doch. Vielen Dank für eure Hilfe. Es war mir sehr gefährlich. Mich deucht, ihr konntet mir helfen. Ja. Le Tor was? So, wieder ein Ereignis. Erfolgreich beendet. Fehlen nur noch, ich glaube, zwei oder drei, ne? Ungefähr. Komm, die kriegen wir auch noch zusammen. Müssen sie nur finden. Das können wir ja auf dem Weg hier nach oben machen. Da kommen ja immer wieder welche. Gehen wir zu der Kiste. Ich finde, das ist ganz gut, wenn wir da hingehen. Die ist in diese Richtung. Dann gehen wir mal hier lang. Schön gemacht, hä? So. Ja, du. Ich hab dich beim Mars gesehen. Du hast nicht genug. Ihr müsst euch beruhigen. Alles so. Haben wir einfach mal ein... kleines Szenario gesehen, bevor es uns vorgeschlagen worden ist. Ist aber auch okay. Und somit fehlt nur eins. Ich war das nicht, ehrlich. Ich muss mal hier kurz weg. Nicht, dass die noch auf die Idee kommen, mir das anzuhängen. Ich habe niemanden getötet. Der ist von alleine umgefallen. Ausgerutscht ist er. So, was ist hier für eine Veranstaltung? Ich dachte gerade, der hat ein Baby im Arm. Wäre schon sehr makaber gewesen. Ah, cool, der steht auch in der Luft. Ja?
Die Franzosen von früher, die konnten das nämlich. Das waren die ganz Geübten. Das waren die Vorgänger. Was war das da? Hat sich gerade angehört nach dem Telefon. Die konnten das früher alle, also nicht alle, sondern ein paar Ausgewählte. Die sind dann immer... Das wird Zeit, Kollegen. Die sind dann immer früher einfach in der Luft gestanden und haben dann ihre Reden gehalten. Junge, du brennst ein bisschen. Ja, ich bin bei den Zweiergruppen hier dann immer ein bisschen am gucken, ob da nicht eventuell irgendein Ereignis stattfindet, aber da vorne ist jetzt nichts. Ich will alles Geld, was du hast. Raus hier. Beruhig dich mal. 25 vor 25. Geschafft. Haben wir es bekommen? 10.000 Livra haben wir dafür bekommen. Damit wären wir jetzt bei knapp über unter 20. Schade. Das heißt, boah, hier schon wieder unsere Yoga-Gruppe. Schön, dass man damals schon so bewusst, dem bewusst war und hat gesagt, ja, bisschen hier Bewegung, bisschen Stretching und so. Was machen die denn da mit dem? Ach nee, die verbrennen hier wieder die Bücher. Ist irgendwie so üblich, ne? Immer da, wo irgendwie großer Umbruch ist, wo alles geändert wird, meinen alle, die Bücher verbrennen zu müssen. Das war hier wohl so, das war... Ja, ihr wisst, wo es war. Und zwar im alten Nazireich. So, jetzt haben wir wieder zwei. Oh, jetzt müssen wir 30 erledigen. Okay. Nummer 1 ist davon auch geschafft. Beherrsch dich mal, nimm mich doch nicht so. Und schwätzt Deutsch, wenn man was von mir will. Mann, ey. Wo geht's denn hier lang? Hier lang. Okay. Junge, ich schwing den Kopf in den Nacken. Bist du schneller? Komm mit. Ist die hier oben? Ach, die Kiste ist da oben. Da wollte ich, diesmal wollte ich mal nicht auf die Karte drücken. Die ist tatsächlich da oben. Ich würde sagen, wir kraxeln noch schnell nach dieser Kiste. So, wenn wir denn da hochkommen. Ja, das sieht gut aus. Hopp, hopp. Komm, bei dich. Schwing dich. Sehr gut gemacht, mein Freund. Das hast du gut gemacht. Da merkt man, das ist einer vom Fach. Klipper. Was gibt's? 52 Frau. Naja. Oh, 3 von 40. Also müssen wir überlegen, wie viele es hier noch gibt. Wunderschön. Ich würde sagen, mit dem Ausblick hier, mit diesen zwei Säulen, die ein bisschen ans World Trade Center erinnern, na, mit diesem Ausblick über Frankreich, über Paris, in Frankreich ist ein bisschen viel größer. Oh, was passiert da unten? Hey du, ich habe gehört, du interessierst dich jetzt für das Politik. Das diskutiere ich nicht auf der Straße. Nein, tu nicht so. Bleib. Alter, du hast ihn getötet, Mann. Du hast ihn einfach getötet, Mann. Ich war zu langsam. Ja, schön. Ich war zu langsam. Oh, was war? Oh, da hinten noch eine Leiche. Ey, so ein Wahnsinn. Aber die ist nicht von mir. Ich hätte nämlich meinen Dolch nicht vergessen. Ja, liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch zum Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Und bis dann, euer Bolle. Ciao.